Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Mit großen Schritten gehen wir, vermute ich mal, aufs Finale zu. Und Mr. Lucky Quinn musste jetzt dafür bezahlen. Oh, kommt dieser scheiß Aufzug mal. Ja, kann ich jetzt hier rein, ja? Los, Leute! Nichts mit Alarm geben. Und los geht's. Na komm. Pass besser auf, er hat doppelte Wachen. Er erwartet dich wohl. Gut. Soll er doch. Oh Gott. Scheiße. Sie nehmen Warnungen nicht gern an. Sie sollten doch eigentlich wissen, wann es vorbei ist. Der Hit, den Sie beauftragten. Meine Nichte starb in dem Auto. 6 Jahre alt. Oh. Deshalb also dieser ganze Aufstand? Sie müssen verzeihen. So viele Leute kommen mit ihren kleinen Problemchen zu mir. Ja, da kommt man schon mal durcheinander. Oh shit. Anvisiert. Ah. Oh, fuck. Lebt er noch? Jetzt nicht mehr. Okay, ihr wollt richtig Stress mit mir, habe ich das Gefühl. Ihr wollt richtig Ärger mit mir, habe ich das Gefühl, ja? Oh, fuck! Oh, verdammt! Ich lasse ihn nicht aus dem Visier. Verdammter Sniper. Na komm. Na komm. Alle Einheiten, fordere Luftunterstützung an. Verdächtige auf der Flucht. Achtung, Waffe! Wo ist er? Der steht genau über mir, dieser Drecksack. Ey, wie soll ich diesen Heli ausschalten? Das kriege ich ums Verrecken nicht hin.
Der bewegt sich immer über mich und der schießt einfach direkt runter. Was soll denn die Scheiße? Na ja, komm, komm raus! Komm raus, habe ich gesagt. So, was haben wir denn hier? Zur Herstellung Fähigkeit freischalten. Okay. Fähigkeitenbaum. Verstärkungsrufe deaktivieren, Transformatoren, Helikopterabschaltung. Das brauche ich jetzt. Hergestellt ist da. Fokus Boost, USV. Das hätte ich eigentlich schon viel früher gebraucht. Warte mal. Ja, schön. Oh, eine Kamera hier. Ich komme da nicht hin. Scheiße. So, damit hätten wir den schon mal. So, den hätten wir dann, das hätten wir dann schon mal erledigt. So, das müssen alle gewesen sein erstmal. Moin! Kann nicht weit sein. Such weiter. Weg! Hat ihn irgendjemand gesehen? DA2 ist auf dem Weg. Das bringt hier nichts. Habe ich noch Besseres zu tun. Kämpfen Sie sich den Weg, finden Sie Quinn. Ihr Chirurg hat die Verlängerung Ihrer Medikamenteinnahme bestätigt. Unser Kurier wird Ihnen so schnell wie möglich Ihre Nitro-Pillen liefern. Lösen Sie das Problem. Fahren Sie fort. Diese Clara weiß zu viel und man kann ihr nicht mehr vertrauen. Sie ist ein Risiko. Okay, scheiße. Notebook mit CTOS verbunden. Was haben wir denn hier? Blackout. Okay. So, du Drecksack, wo bist du?
Schwachstelle entdeckt. Ah. Wir mussten unsere Zusammenarbeit mit Clara Little beenden. Eine begabte Hackerin. Hat früher oft für uns gearbeitet. Leute aufgespürt, die wir über die regulären Kanäle nicht finden konnten. Kennt unsere Arbeit. Nur hat sie leider ein Gewissen entwickelt. Ich habe das junge Mädchen einmal getroffen. Charmant, sehr klug. Leider ist sie zu einem Risiko geworden. Es ist traurig, sie gehen zu lassen. Aber ich habe vielversprechendes über einen anderen Hacker gehört. Einen jungen Mann namens Default. Wir müssen unbedingt ein Treffen arrangieren. Ja, hätte ich ihn jetzt abgeknallt, hätte sich das erledigt. Wie soll ich den denn finden, verdammt? Höchstens nur, wenn ich an seinem Laptop gehe. Ah. Da ist er doch, dieser Drecksack. Das wird dir so passen. Ich höre Ihnen. Dieser Raum ist absolut sicher. So viele Leute wollen sie schnappen. Das gilt auch für mich. Aber es ist weitaus schwieriger, als wir dachten. Mhm. Du wirst jetzt ganz langsam und qualvoll sterben. Erwarten Sie Applaus, wenn... Hehehehe. Ist alles in Ordnung? Ja, bringt es. Teilnahme in Ehren. Aber konzentrieren Sie sich lieber auf die Flucht. Aber flott. Nein. Ich bin ihretwegen hier. Glauben Sie, kugelsicheres Glas hält mich auf? Was haben Sie vor? Einem alten Mann beim Sterben zu sehen. Größere Männer als Sie wollten mich vernichten. Ich habe Sie fertig gemacht. Jeden Einzelnen. Schön für dich. Und jetzt verrecke. Wollen Sie, dass ich bettele? Lucky Quinn? Auf den Knien. Betteln Sie ruhig, das interessiert mich nicht. Sie wissen gar nicht, warum wir Sie angriffen. Es war ein Fehler. Wir dachten, Sie wollen das. Sie waren schlampig. Wären Sie abgehauen? Ich hätte Sie vergessen. So eine reizende Frau, Rose Washington. Wäre sie nicht gestorben, wo wäre ich dann? So viele Frauen sterben ohne Sinn. Wenigstens hatte sie den Anstand, vor einer Kamera zu sterben. Der Bürgermeister war immer sehr unvorsichtig. Dieser Drecksack! Nur weil sie fürchteten, ihre Marionette zu verlieren. Glauben Sie, sie gewinnen? Wenn ich sterbe, kriege ich eine Statue. Und sie? Die Stadt lebte weiter, als ihre Familie trauerte. Weil sie nicht wichtig sind. Ich weiß es. Es gibt Beweise. Noch nicht gehört? Ich bin der Rächer. Ich erledige Abschaum wie Sie. Requiescat in pace. Du Drecksack.
Hä? Und tschüss. Quinn ist tot. Ich sollte jetzt wohl sagen, dass ich mich leer fühle, oder? Ich würde mich selbst belügen. Endlich fühle ich mich wach, als könnte ich wieder atmen. Und Lena? Nichts macht ihren Tod ungeschehen. Aber vielleicht kann ich etwas tun, das doch etwas ändert. T-Bone. Es war tatsächlich Quinn. Ich lade dir gerade ein Video hoch. Ein Video? Von was? Siehst du dann. Scheiße. Komm. Komm. Kommen Sie aus dem Hotel. Gut. Hauen wir ab. An alle Einheiten. Luftunterstützung ist unterwegs. Verdächtiger mit Waffe. Verdächtiger mit Waffe. Feuer frei. Ein Polizeivan verfolgt den Verdächtigen. Es springt doch! Oh, verdammt, ich wollte ihm doch nur ins Knie schießen. Scheiße. Zum Kotzen. Aber wie das ausgeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Also, macht's gut.